begleitet mich zu einem weiteren Tag hier im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disneyland Paris. Und es ist ein bisschen stormy am Morgen hier. Heieiei. Und es bilden sich ganz neue Abgründe, denn ich nehme zum ersten Mal einen Linienbus hier in Disneyland. Denn ja, wir übernachten ja im Stay City und der Shuttle fährt erst um 8.30 Uhr, der kostenlose vom Hotel. Und das ist uns dann viel zu spät mit Freundestickets abholen, extra Magic Hours nutzen. Dann haben mir einige auch auf Instagram geschrieben, dass wir doch den Bus nehmen sollen, den normalen Linienbus. Die Nummer 34 fährt direkt hier an der Hauptstraße, also wir sind 5 Minuten von der Rezeption gelaufen. Und der kommt jetzt, der fährt im, ich glaube, 10 Minuten Takt, kostet 2 Euro. Und auch die Busstation, wo ihr aussteigen müsst, ist Marne-la-Vallée, Chessy-la-Gare oder sowas, also der Bahnhof. Richtig gut, dauert 15 Minuten die Fahrt und das machen wir jetzt. Man muss ja aber neue Sachen testen hier für euch im Disneyland Paris. Das Wetter habe ich aber nicht so bestellt, muss ich sagen jetzt, aber na gut. Wir sind jetzt hier bei den Privilege Tickets und es ist eigentlich 8 Uhr, aber hat noch nichts aufgemacht. Wir haben uns am Bahnhof ein bisschen eingedeckt. Ich habe mir ein Croissant mit einem Espresso für 2,80 geholt. Und in einem anderen bei Replay, da gibt es halt Getränke, habe ich mir einen frisch gepressten O-Saft und einen Eistee, so einen Minztee gekauft für 4 Euro. Also ja, ich kann halt jetzt meinen Proviant aus Deutschland nicht mehr mitbringen. Habe auch meine Filterflasche von Philips. Gibt es bei Amazon oder so zu kaufen. Gibt auch eine Filterflasche von Britta. Und genau, deswegen kann man gut um die Runden kommen, ohne Proviant muss ich ja irgendwie klarkommen. Also daran muss ich mich auch gewöhnen. Ohne Auto, nicht meine Snacks mitzunehmen. Gut, Snacks würde theoretisch gehen, hätte ich Platz im Koffer. Aber Getränke und so, naja, wird schon. Wir werden alle überleben und ich werde mich auch in die neue Situation gewöhnen. Jetzt warten wir, bis sie mal hier ordentlich aufmachen, die Türen. Und dann holen wir das Privilege-Ticket für Vicky und dann geht's in die Studios. Und es nieselt so ein ekliger Ekelregen. Wir haben gleich 8:30 und die Walt Disney Studios machen gleich auf. Und die Parks sind heute natürlich wieder voll. Ausgebucht, Parks complete, haben wir schon wieder gelesen. Ja, wird auf jeden Fall wieder voll und Vicky möchte zuerst Crush Coaster fahren. Es wird jetzt erstmal ein Wettlauf gegen die Zeit. Absolut. Dann Web Adventure, Iron Man, Tower of Terror, Ratatouille und dann haben wir eigentlich. Und Mickey's. Mickey and the Magician müssen wir gucken, die Show. Die ist super schön. Machen wir. Ja, wir haben uns heute dazu entschieden, Single Rider zu machen. 10 Minuten Wartezeit für Single Rider. Es sind nur 3 Personen vor uns, also ich glaube nicht, dass wir 10 Minuten warten müssen. Die andere Schlange, es stand 20, aber ich glaube, das ist viel länger. Und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Die Kapazität bei Cross ist halt miserabel. Also es war eine richtig gute Idee mit dem Single Rider. Das ist jetzt die Schlange für den Single Rider. Richtig lang. Also vor uns waren nur 3 und jetzt sind hier richtig, glaube ich, locker 20 bis 30 Menschen. Und? Ich will nochmal. Sie will nochmal. Also hörst du, das Mikro ist auf der anderen Seite, aber sie will nochmal. War schön? Wir hatten jetzt wirklich, also ich sage, mega Glück, denn jetzt ist die normale Schlange 95 Minuten und Single Rider 70 Minuten. Als wir rein sind, waren nur 3 Menschen vor uns, also ja, hatten echt Glück. Jetzt ist mega viel los. Und jetzt geht's auf den Avengers Campus. Web Adventure, bisschen die Arme trainieren. Vicky weiß noch nicht, was auf sie zukommt. Und dann fahren wir Iron Man Coaster. Und dann Tower of Terror, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, wie Vicky reagiert auf den Tower of Terror. Ja. Und dann noch Ratatouille, dann haben wir und die Show. Show ist aber erst um 12, also wir haben genug Zeit. So, jetzt geht's zu Web Adventure. Hier steht noch Temporary Closed, aber die Leute gehen schon rein. Ich hoffe, dass es dann gleich weitergeht und wir auch relativ schnell durchkommen. Iron Man hat gerade 5 Minuten, das machen wir danach. Und ja, ich freue mich drauf, mal wieder Web zu fahren. Das macht echt viel Spaß. Est-ce que tu pourrais appeler une autre personne? Oh, okay. Je contacte Spider-Man. C'est bien.
Je vais appeler Spider-Man. Nous sommes arrivés au danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelle des Avengers? Pas de panique, les amis. Je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Et je crois que j'ai besoin d'aide. C'est le moins qu'on puisse dire. Chérie. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, wir haben unser Sportprogramm für heute absolviert. Jetzt kann man eine Runde wach machen. Ja. Morning. On n'a plus beaucoup de temps. Si les missiles arrivent avant Captain Marvel, on est cuit. Agreed. Time is crucial, sir. I believe these recruits will be more necessary than you think. But I continue searching for additional backup. On va avoir besoin des recrues et de toute l'aide disponible. Trouve-nous des renforts. Understood, sir. I'll continue looking for backup, and the recruits will be standing by when you're ready. Ne m'attendez pas. On n'a plus beaucoup de temps. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Appelle Carol. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou à eux que vous parlez? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way and we need your help. Ne vous Einmal durchgerüttelt worden und was sagst du? Mega! Aber trotzdem, es schüttelt, hat sie gesagt. Wir waren in der letzten Reihe, haben extra das angefragt, denn da soll es ein bisschen weniger rütteln als in der ersten Reihe. Jetzt füllen wir unser Wasser noch auf hier und gehen zu Tower of Terror. Wow! Vous aussi, vous avez votre Spider-Bot? Trop bien! Mais c'est quelle version? Tower of Terror gefahren und ich liebe es, ja, also einer meiner Lieblingsattraktionen. Was sagst du? Absolut, also ist auch mein Highlight bis jetzt heute. Ich bin gespannt, was noch kommt, aber das war richtig nice. Aber was wieder Menschen, ne? Es wird gesagt am Anfang, keine Fotos, keine Videos und dann mitten in der Attraktion muss halt ein Castmember mal reinquatschen. Reihe 5, bitte das Handy wegpacken. Also das ist immer, das ist wie mit der Maskenpflicht damals. Kannst du alles in der Pfeife rauchen, die manchen. Also manche halten sich einfach nicht an die Regeln. Das finde ich dann immer echt. Das zerstört dann einen auch die ganze Atmosphäre und die Show, weil der Castmember muss reinquatschen, weil wieder einer sich nicht an die Regeln hält. Naja,
mein Wort zum, was haben wir heute, Mittwoch. Also hier in Studio 1 funktionieren die Wasserspender, das heißt Indoor, also in der Liberty Arcade steht einer bei den Toiletten und hier in Studio 1. Die im Avengers Campus funktionieren leider nicht, weil die auch draußen sind. Also wir machen jetzt Single Rider, normale Warteschlange ist 90 Minuten. Hi, Single Rider ist 30, also es ist super viel los. Naja, als die letzte Attraktion, ich hoffe, dass wir es noch für die Show dann um 12 schaffen. Chef Rabbi is waiting for you. This way. Oh, here they are, Rabbi. Des invités pour le dîner. Yes, but what about here? Huh? Pour le repas idéal. Corcovin? Non. Da sind die Remi-Schulterpuppen für 20 Euro. Gibt auch nicht mehr viele. Ach doch, jetzt wurden wieder ein paar zurückgelegt. Aber ja, ihr seht, der Korb ist ein bisschen leer. Gibt es hier nur neben Ratatouille in dem Shop. Es gibt auch den Disneyland Paris Honig wieder. Den gibt es ja ab und an mal. Kostet 8 Euro, gibt es in Trüb, klar und in Trüb. Und es ist wirklich von den Bienen hier in der Nähe vom Disneyland Paris. Ich glaube, bei der David Cockett Ranch steht die Bienenfarm. Und ja, den kann man jetzt hier kaufen. Wie gesagt, gibt es nicht immer, kostet 8 Euro. Wir machen einen kurzen Mittagssnack nach Ratatouille und holen uns hier was auf diesen Weihnachtsmärkten. Hier gibt es 4 verschiedene und Vicky holt sich was beim veganen Stand und ich hole mir hier was. Ich hole mir nämlich die Kartoffeln, Cheese-Kartoffeln mit Speck und sowas. Also immer sehr, sehr lecker. Und eventuell auch die Salami-Slices, die sind auch mal gut. Die hatte Sven schon mal. Liebe Grüße. Ich denke, das werden die beiden Sachen. So, da ist es. 6 Euro für die Salami und 6 Euro für die kleine Portion Kartoffeln mit Speck. Ja, es ist wirklich, also die sind sehr, sehr lecker, aber Preis-Leistung 6 Euro ist halt... Aber wir wollten jetzt was snacken und das andere hat mich jetzt nicht so angesprochen. Deswegen sind es wieder die Kartoffeln geworden. Haben wir schon öfter probiert, aber ist trotzdem... sehr, sehr teuer. Also die Kartoffeln sind wirklich sehr, sehr gut. Aber 6 Euro für diese Mini-Portion Kartoffeln. Kosten 2 Kilo im Supermarkt, keine Ahnung, was es hier in Frankreich kostet. 3, 4 Euro maximal im Kilo. Ich weiß nicht, wie viel Gramm das hier sind. Also, ja, ja. Aber es ist lecker. Guck mal, man braucht was Warmes im Magen. Aber die Salamis kann ich empfehlen. Nochmal liebe Grüße an Sven. Hat er die uns immer gekauft. Welcome to my workshop, Mickey. Comme tu le vois, ça mérite un bon coup de balai. As you can see, it needs a good clean. Oui, monsieur le magicien. Mais j'ai hâte de faire de la magie. Oh, but you can practice your magic, Mickey. Wow! Tout brillera avant que la lune ne disparaisse. Je vous le promets. Good. And remember, a true magician always keeps his promises. Okay.
du jour. Entrepreneurs, why are we only little sad? Try the Cresta, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, sir, this is France. And a dinner here is another second bird. My friend, true magic lives in our hearts. Magnifique. But he can't find his magic. Don't worry, Mickey. I understand. I discovered that magic lives inside all of us. We just need the courage to share it with those we love. Tu vois, Mickey? La magie est en chacun d'entre nous. Il faut juste avoir le courage de la partager avec ceux qu'on aime. Schon wieder bei Tower of Terror an, weil Vicky unbedingt nochmal Tower of Terror fahren möchte. 25 Minuten Wartezeit, eben waren es 45 vor der Show. Ich habe gesagt, okay, noch einmal. Und Mickey in the Magician, mega schön. Also traumhaft schön. Man kann zur Ruhe kommen, man entspannt ein bisschen, man sitzt und die Show ist einfach mega schön. Also auf jeden Fall nicht entgehen lassen, wenn ihr hier seid. Unbedingt angucken. Und früh genug hinstellen, also halbe, dreiviertel Stunde mindestens vorher, vor der Showzeit hinstellen. So, wir haben jetzt, glaube ich, 2:30 circa, kann das sein? Haben jetzt eigentlich alles geschafft, zweimal Tower of Terror. Und Vicky meint, wir waren jetzt in einem ganz linken Aufzug, vorher waren wir beim ganz rechten Aufzug. Und sie ist der Meinung, der war schlimmer. Ja, viel mehr Drops, richtig, richtig geil. Und wir hatten so hinter uns ein kleines Mädchen, wir saßen nur zu zweit in der Reihe, es war eine Dreierreihe, haben wir extra Platz gemacht für sie in der Mitte, damit sie auch was sieht, weil sie zwischen ihren Eltern saß.
Ja, also hat Spaß gemacht. Jetzt verlassen wir die Studios. Für immer. Für diesen Trip. Wir kommen jetzt nicht mehr wieder. Geh jetzt so kurz zum Pandora, weil es gibt einen neuen Charme, den ich mir eventuell kaufen möchte. Und dann gehen wir rüber. Da ist er, der neue Charme. Kostet 79 Euro und ist für Disney 100 mit diesen Platinohren, die ich auch habe. Ich glaube, als letztes habe ich euch den Pandora Charm gekauft. Den habe ich mir wohl gekauft. Und dazu die passende Kette auch. Aber ich habe auch eine Ausrede, weil morgen ziehe ich ja extra die Ohren an und habe keinen Schmuck dazu und trage einen schwarzen Rollkragen. Und dann sieht die Kette einfach perfekt dazu aus. Man braucht immer nur einen Grund, was zu kaufen. Jetzt stehen wir hier im Frontierland und möchten die Lion King Show gucken. Kam jetzt eine halbe Stunde vorher an und ja, es ist super viel los. Also ich drehe euch mal. Das ist Vicky. Ja. Ich hoffe, dass wir noch ein Plätzchen ergattern, aber es kann, also klar, es nieselt so ein bisschen und es wollen alle rein. Ja. Wir hoffen, dass nach der Show, dann läuft nämlich die Christmas-Parade, soweit ich mich erinnern kann, dass da ein bisschen weniger Wartezeiten ist bei zum Beispiel Hyperspace oder was wir noch nicht gefahren sind, Teetassen, Alice Labyrinth im Ring, auch doof. Aber wir gucken mal. Morgen früh wollen wir Mickey treffen, direkt um 10. Und Plaza Gardens essen gehen. Thank you.
Das war die Lion King Show und wie immer sehr, sehr schön, auch sehr empfehlenswert. War sehr, sehr voll. Was sagst du? Echt schön. Bist langsam müde, oder? Ja, aber ich will noch mal fahren. Sie macht mich wahnsinnig mit ihrem Adrenalin fahren. Was ich noch sagen wollte, also alle Shows im Disneyland und auch in den Walt Disney Studios sind alle kostenlos. Also ihr müsst euch einfach nur anstellen, früh genug. Also ich empfehle immer so 45 Minuten bis eine Stunde früher, damit ihr auch relativ gute Plätze bekommt. Wir waren jetzt eine halbe Stunde früher da und saßen halt sehr seitlich. Und die Preise, die ihr in der App seht, also diese 15 Euro, das sind reservierte Plätze, wo ihr auf jeden Fall einen Platz bekommt, schön mittig und auch nicht so lange anstehen müsst. Aber 15 Euro pro Person ist natürlich schon happig und machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Und ist, also müsst ihr auch nicht. Wie gesagt, alle Shows sind kostenlos hier und einfach nur anstellen. Wer steht denn da hinten? Irgendwie stehen da ganz viele Menschen. Ich weiß nicht, welcher Charakter es ist. Mini. Ja, Mini im Cowboyhut. Bin ich erstmal außer Puste. Gerade läuft die Christmas-Parade und wir stehen hier echt doof. Und Hyperspace Mountain war in der App 25 Minuten. War jetzt hier 30 Minuten und Single Rider 20. Und ich bin noch nie hier Single Rider gefahren. Deswegen machen wir jetzt mal Single Rider. Und ich hoffe, dass dieser Clip nicht geklemmt wird wegen der Star Wars Musik. Wir haben uns eine Popcorn gegönnt. Salzig. Ich liebe salzig. Ich auch. Und hat 8 Euro mit Getränk gekostet. Ich habe mir jetzt eine Coke genommen. Macht einfach mehr Sinn mit dem Getränk, weil ich glaube, ohne kostet 6,50 oder so. Viel zu teuer mal wieder. Aber es ist geil. Also, Disneyland Paris Popcorn ist lecker. Aber jetzt muss mir mal was geben hier. Warte. Mein Schirm ist gar nicht so einfach, das Händeln hier. Oh. Lecker. Am besten so die ganze Hand und so. Nom, nom, nom. Am liebsten, oder? Halten Sie so um. So. Wir sind bei King Ludwigs angekommen und ja, das letzte Mal, dass wir hier essen gehen können, denn es wird ja umgebaut in einen English Pub, was ich sehr, sehr schade finde. Das Essen hier war immer sehr, sehr gut. Ja, letztes Mal King Ludwigs Castle. So, da sind wir und es gibt Happy Hour von 5 Uhr bis 7, bis 19:30 Uhr, so. Gibt es, das Bier ist in der Happy Hour, einige Cocktails, Mocktails, der Wein und auch Cola. Und dann bestellen wir jetzt noch was zu trinken und dann gucken wir noch, was es zu essen gibt. Wir haben unsere Drinks bekommen, warten jetzt aber auf Brina und Nina noch, weil die werden noch was zu essen bestellen und die kommen jetzt gleich. Du hast ein Virgin Mojito. Jawohl. Also alkoholfrei für 5 Euro. Ich habe meinen, wie heißt der? Irgendwas mit Bubble. Lala Bubble. Lala Bubble für 7 und Cola ist auch im, also Softdrinks sind auch in der Happy Hour für 3,50. Genau. Prost. Ja, zu essen gibt es hier im King Ludwigs einmal das Prinzmenü für 26 Euro. Da könnt ihr euch aussuchen, entweder ein Starter oder ein Main Course oder ein Main Course und ein Dessert. 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 Eine, als Vorspeise gibt es eine französische Zwiebelsuppe oder gebratenen Camembert. Als Hauptgang gibt es Schweinshaxe oder Falafel Bowl oder Fish and Chips. Und als Dessert gibt es einen Soft Center Chocolate Cake und einen Vanille Creme Brûlée. Also ich entscheide mich für einen Starter und einen Main Course. Der erste Gang ist da und ich habe den gebackenen Camembert mit Salat und ein bisschen Brot. Vicky hat eigentlich auch den Camembert, aber sie hat auch noch Roasted Vegetables bestellt mit Currysoße. Richtig bayerisch. Unser Hauptgang ist da. Ich habe die Schweinshaxe mit Mashed Potatoes.
Ja. Brina hat den Laugenburger mit Bacon und eigentlich, also normalerweise bekommt sie Pommes, aber sie wollte Mashed Potatoes, ganz irre Kombi. Und Nina hat die mit Pommes. Ja, sehr gut. Guten Appetit. Sieht richtig gut aus. Könntest du ihn noch fragen, ob ich ein bisschen Parmesan kann? Und sag gleich, ich bin falsch auf extra. Ich will das Geschenk. Also, es ist doch so gut. Merci. Wir haben gut gegessen, sind alle pappsatt. Meine Schweinshaxe war sehr lecker. Ich habe den Kartoffelpüree leider nicht geschafft. Ich bin pappsatt. Burger war auch gut von Nina und Brina, haben sie gesagt. Brina hatte sich noch Soße nachgestellt für die Mashed Potatoes. Ja, also war alles sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir gleich rüber in den Park, denn Disney Dreams of Christmas läuft und wir hoffen auf Disney Delight, aber mal gucken. Wenn der Wind noch ist, dann kommen keine Drohnen. Wir haben gut gegessen und Brina und Nina ziehen lassen, denn dieses Wetter. Die machen den Shopping-Service für euch. Übrigens möchte ich mich auch mal heute auch noch mal bedanken. Einige von euch haben mich wieder angequatscht und sich getraut. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, einmal mit euch zu quatschen. Jetzt sind hier wieder diese Verrückten. Moment. Oh, I like it. I like your pictures. I am Sunday Jerome. I am a toy. Happy New Year, everybody. Bye. Happy New Year. Bye. Ciao. Bye. Also jetzt wurde ich wieder interrupted. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle, die heute Hallo gesagt haben und wir kurz quatschen konnten. Wir gehen jetzt zurück in den Park, um Disney Dreams of Christmas zu gucken. Und ich hoffe auf Delight, aber meine Hoffnungen schwinden bei dem Wetter. Es ist immer noch windig, es ist Nieselregen, also mal sehen, ob wir Glück haben. Aber ich glaube, nächste musst du nochmal wiederkommen bis 30. September. Unbedingt. Um Delight zu gucken. Und Dream and Shine Brighter ab 9. Januar. Beste Show. Ho, ho, ho! Happy Holidays, everyone! Enjoy your set of Ich trage keine Ohren mehr, weil ich meine Kapuze während der Show anhatte. Ja, leider war es sehr windig, also Disney Delight ohne Drohnen. Und man hat auch gesehen während des Feuerwerks, wie windig es war. Es wurde immer abgedriftet, was sehr schade war. Aber es hat dir trotzdem gefallen. Sehr, mega. Haben alles aufgenommen, sehr schön. Ich bin immer noch trotzdem größerer Fan von Disney Illuminations, was ja ab 9. Januar jetzt wieder dann läuft. Das heißt, zwei Gründe nochmal wieder zu kommen für dich.
Disney Delight mit Drohnen. Absolut. Und Disney Illuminations muss er noch gucken. Aber Simone, die wichtigste Frage, fahren wir jetzt noch was? Nein, jetzt hat zu. Schade. Jetzt das Bett fahren wir. Ins Bett fahren wir jetzt. Okay, ist gut. Mach mich fertig. Morgen haben wir erstmal Peter Pan, müssen wir morgen noch fahren. Dann möchten wir Mickey treffen, müssen die Parade noch gucken und den Plaza Grand essen. Dann können wir gucken, ob wir noch was fahren. Okay? Okay. Ja, was war denn dann heute ein Highlight? Der Tower of Terror, den sind wir nämlich zweimal gefahren. Meine Güte, zwei verschiedene Aufzüge. Und zum zweiten Mal Hyperspace war auch noch genau. Gefahren heute. Crush war auch super. Müssen wir uns kurz trennen. Und im Prinzip war jede Attraktion, ah nein, den Iron Man sind wir auch zweimal gefahren. Nee, einmal. Einmal? Ja, zum Glück. Auf Tisch Kopfschmerzen. Ich wollte zum zweiten Mal, aber ich habe das zum Glück ausgeredet. Das war... Ja. Alles war toll, von Anfang bis Ende. Ja, wir haben heute sehr, sehr viel geschafft, muss ich sagen. Mal kurz die Hand wechseln. Ha. Ja, also wie gesagt, morgen sind wir noch so bis 18 Uhr da. Um 20.15 Uhr geht unser Flug. Wir nehmen den TGV um 17.48 Uhr. Das ist unser Plan. Hoffen, dass morgen alles klappt. Wir werden noch Tickets buchen für den TGV morgen vorab. Dass wir nicht wieder dieses Schalterdrama haben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der zweite Tag hier mit Vicky. Und ja, morgen zum dritten Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns morgen in aller Frische wieder. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.